Hallo Leute, hier ist wieder euer MangoKid und heute möchte ich euch einmal ein paar Tipps geben, wie ihr euch optimal auf den Patch 2.3 vorbereitet. Dieser kleine Guide ist nicht für Leute gedacht, die die neue Season starten wollen, sondern die ihre alten Charaktere weiterspielen werden, wenn der Patch kommt und sich nicht so sehr für die Season interessieren. Der erste Tipp, den ich euch geben möchte: Macht vor Patch 2.3 keine Uber-Kills mehr. Das heißt, wenn ihr solche Schlüssel habt, behaltet die, verwandelt die nicht in Maschinen, sondern diese Schlüssel werden automatisch in Maschinen übergerollt, sobald der Patch kommt. Und ihr könnt auch sofort Maschinen farmen bei den Schlüsselträgern. Also, was könnt ihr denn jetzt schon machen? Ihr könnt jetzt schon diese Schlüssel farmen und bekommt damit eben sofort Maschinen, sodass, wenn Patch 2.3 kommt, könnt ihr sofort sehr, sehr viele Hellfire-Amulette craften, wenn ihr diese Schlüssel jetzt schon farmt. Der zweite Tipp geht um hier Fragmente eines Portalschlüsselsteins. Diese Dinger werden im nächsten Patch nicht mehr gebraucht. Ihr könnt einfach so ein Rift aufmachen, ohne dass ihr irgendwas dafür braucht. Und diese Fragmente hier, die werden zu grauen Items, die ihr einfach verkaufen könnt. Also wenn ihr jetzt noch sehr, sehr viele davon habt, ihr müsst keine mehr farmen, sondern ihr könnt die einfach verbrauchen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also wie gesagt, im nächsten Patch werden die mehr oder weniger wertlos. Ein Stack mit 100 Stück verkauft sich für 500.000 Gold, also nicht besonders viel. Der dritte Tipp: Sammelt unbedingt ganz viele vergessene Seelen und Atem des Todes. Die braucht ihr im nächsten Patch für Kanais Cube, für sehr, sehr viele Rezepte werdet ihr sehr, sehr viele davon verbrauchen, vor allem Death Breath. Also wenn ihr da im Moment noch nicht so viel von habt, gewöhnt es euch an, dass ihr die demnächst jedes Mal wieder aufheben müsst. Der vierte Tipp schließt sich da direkt an. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Sets herstellen wollt, als beispielsweise Canes für XP oder beispielsweise Reise des Weisen, um eben sehr, sehr schnell Atem des Todes sammeln zu können, dann macht das jetzt. Die Rezepte sind jetzt noch um einiges günstiger, als wie sie im nächsten Patch sein werden. Und zwar aus dem Grund, dass im nächsten Patch werdet ihr die Bounty-Belohnung für diese Rezepte brauchen. Und die Bounty-Belohnungen sind eben relativ schwer zu farmen. Man muss eben den kompletten Akt clearen und den Horatic Cash bekommen. Und dann wollt ihr eigentlich gerade am Anfang des Patches eher diese Materialien, die ihr da farmt, für den Kanals Cube ausgeben, als eben für solche Rezepte. Deswegen, wenn ihr da noch Items braucht, beziehungsweise noch nicht ein Ancient habt oder so, dann stellt die jetzt her und nicht erst im nächsten Patch. Der fünfte Tipp: Wenn ihr noch irgendwelche Rift Keys habt, mit denen ihr Speedruns machen könnt, dann macht das jetzt ruhig. Im nächsten Patch werden alle Trial Keys und alle anderen Stufen Keys zu einfach ganz normalen Greater Portal Keys. Und die könnt ihr dann verwenden, um irgendeine Greater Portal Stufe aufzumachen, die ihr möchtet, beziehungsweise die ihr schon geschafft habt oder etwas drüber. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ganz, ganz viele 37er Keys habt oder von mir aus auch noch höher, was auch immer ihr für Speedruns macht, dann verbraucht die ruhig jetzt, ihr braucht diese nicht. Eure normalen Trial Keys, die werden eben auch zu Greater Rift Keystones. Das heißt, ihr müsst jetzt auch keine Trials mehr machen, wenn ihr noch genug andere Keys habt, denn im nächsten Patch könnt ihr eure Trial Keys direkt benutzen, um Greater Rifts aufzumachen. Der sechste Tipp: Ihr werdet, wenn euer Season-Charakter in die Non-Season wechselt, werdet ihr Nachrichten bekommen mit den ganzen Items, die in eurer Truhe drin sind. Also, das heißt, wenn ihr jetzt eine sehr unaufgeräumte Truhe habt mit sehr, sehr viel Crap da drin, so wie bei mir zum Beispiel der Fall, dann räumt eure Truhe jetzt schon mal auf, damit ihr das eben nicht in der nächsten Season machen müsst, wenn ihr eigentlich was anderes machen wollt. Der siebte Tipp: Wie schon gesagt, ihr werdet sehr, sehr viele Bounties machen wollen. Also überlegt euch schon mal einen guten Build, mit dem ihr Bounties sehr, sehr schnell farmen könnt. Guides dazu werdet ihr zum Beispiel auch hier auf dem Channel finden. Also bleibt dabei, wenn ihr hier euren guten Bounty-Build erfahren wollt. Achter Tipp: Bewahrt die Bardiken von diesem Kuhkönig, ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen, Bovine Bardikes heißen die auf Englisch, bewahrt die auf und die Puzzleringe. Wenn die neue Season startet, beziehungsweise wenn der neue Patch kommt, dann werdet ihr die einfach in den Kanais Cube packen können und dann wird ein Portal aufgemacht zu dem Kuh-Level, beziehungsweise nicht das Kuh-Level,
Und es wird durch den Puzzlering ein Portal aufgemacht zu der Vault, wo ihr eben sehr, sehr viel Gold bekommt. Also wenn ihr zum Beispiel Goldprobleme habt im Moment, bewahrt euch einen Puzzlering auf, dann könnt ihr in der nächsten, im nächsten Patch direkt mit eurem Goldfarm-Charakter, den könnt ihr zum Beispiel auch schon mal vorbereiten, könnt ihr eben direkt in The Vault rein, auf T6 oder sogar auf T10 und da bekommt ihr ja bis zu 1 Milliarde Gold, würde ich sagen, kann man da locker rausholen. Der 9. Tipp. Bewahrt euch schon mal Items auf, die ihr gerne in den Cube übertragen möchtet. Beispielsweise eine so eine Sache wäre der Schmelzofen. Ich habe jetzt hier eine Ancient-Version und wenn ich die zum Beispiel in den Cube packen wollen würde, dann müsste ich dieses Item dafür zerstören, was ziemlich schade wäre. Deswegen farmt schon mal einen, von mir aus einen schlechten Schmelzofen und den ihr eben dann in den Cube packen könnt, weil ihr wollt eben nicht unbedingt eure besten Items dafür ausgeben, sondern irgendwelche Items, die ihr ja entbehren könnt. Macht das mit allen möglichen Sachen. Andere Beispiele wären zum Beispiel der Unity-Ring oder der Ring des Tierkreiszeichens und solche Sachen. Bewahrt die auf, ihr wollt die im nächsten Patch in den Cube packen. Eine Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Im letzten Patch von PTR wurde es geändert, dass man durch das Set-Rezept Ancient Items bekommen kann. Also, es ist nicht mehr nötig, dass ihr euch Set-Items aufbewahrt, die ihr dann immer wieder rerollen könnt, um Ancient-Items zu bekommen. Das funktioniert leider nicht mehr. Wenn ihr eine der Klassen spielt, die ein neues Set bekommen, beziehungsweise deren Sets überarbeitet werden, also das ist der Witch-Doktor und der Magier beispielsweise, dann sammelt diese Sets und versucht die auch schon guten Sets halt zu bekommen. Die Sets werden retroaktiv geändert, das heißt, ihr könnt auch die alten Teile für das neue Set bzw. für die neuen Boni verwenden. Chantodos, Wirs, das Helltooth-Set vom Witch Doctor und so weiter. Bewahrt diese Sets auf und ja, sammelt die eben, wenn ihr vor allem welche Teile mit richtig guten Stats habt, dann behaltet die. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet mit diesen Tipps was anfangen und könnt so optimal mit dem neuen Patch durchstarten. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was werdet ihr machen? Werdet ihr die neue Season spielen oder werdet ihr eure alten Charaktere weiterspielen? Ich persönlich werde Hardcore in der Season spielen. Ich bin sehr gespannt drauf. Und ja, wenn ihr dazu weitere Infos haben wollt, schaut auf jeden Fall auf meinem Stream vorbei. twitch.tv/mangokidtv. Und ich freue mich auf euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.